Klang aber abgewürgt. So. Da ist noch ein Zombie. Da ist ein Creeper. Und dem kümmere ich mich jetzt erstmal. Oder auch nicht. Das klingt ja so abgewürgt, wenn die verrecken. Es ist doch schön. So, was haben wir denn hier alles? Ach, Erz. Erz ist toll. Erz haben wir letztes Mal verloren. Und noch ein Creeper. Nein. Nein. Oh, scheiße. Nein. Puls rast. Hab ich doch ein Holzschwert? Ist ja lame. So. Dort hier hat er gerade was gesehen. So. Da. Da. Schade. Schade. Keine Reaktion. Wir studieren heute das Wildleben der Creeper. Die Creeper sind, ach Gott, jetzt tot. Das war haarscharf. So, jetzt gehen wir auch nur mit dem Holzschwert bewaffnet da rein. Ich bin auch intelligent. Aber wir wollten ja noch das Eisen hier haben und eventuell mal so ein bisschen ausleuchten. Nicht, dass das ist ja nervig so unterm Haus, wenn da ständig so ein naja, ihr wisst schon, habt so ein Versicherungsvertreter halt. Ich höre immer noch einen. Das ist grausam. So. Können wir uns hier ruhig schon mal eine zweite Truhe machen. Weil, ne, Ordnung muss sein. Das heißt eine zweite Truhe, wir machen erstmal zwei große. Das könnte ich ja hier, weil hier eigentlich so nichts mehr ist, dazu mauern. Wenn ihr gerade was gehört habt, das ist mein Fernseher. Da läuft gerade Resident Evil. Der dritte Teil. Ist mit den Jahren auch immer abgedrehter geworden, die Reihe. Also ich fand den ersten fand ich super. Der zweite, der ging noch so klar. Den dritten, den konnte man sich auch noch irgendwie abgucken, gut ansehen, aber beim vierten hat es für mich dann aufgehört. Das war mir dann echt zu weit hergeholt. Das habe ich mir ja nicht mehr mit Freude angetan. Damit kommen wer will, aber der vierte, also Afterlife war der vierte, wenn ich mich recht entsinne. Und der fünfte, der jetzt bald in die Kinos kommt, ich weiß nicht, ob das sein muss. Mal die Reihe, die ist durch, da kann man eigentlich nicht mehr so viel rausholen aus dem Thema Zombies. Aber ihr dürft mich gerne korrigieren, auch in Kommentaren. Freue ich mich immer sehr drüber, wenn irgendwo was zu sagen hat. So. Nee, Quatsch. Zwei. Ach, ich habe gar nicht genug für drei. Hm. Na gut.
investieren wir dann doch noch. So. Ach, wo verfrachten wir den jetzt hin? Da können wir einen hinmachen. Da machen wir einen hin. Dann würde ich die gerne eine rumsetzen. Und na, die somit verlängern. Da oben. Und die Werkbank. So, hat doch was. Prima in der Richtung. Da kommen jetzt hinzu. Nochmal Pilze. Steak. Nö. Verrottete Fleisch, ja. Hat noch was drin. Nein. Samen haben wir gerade nicht. Wo ich den Zaun gerade sehe, wollten wir den auch noch machen. Fallen auch immer so viele Dinge durcheinander ein. Das ist echt nicht schön. So. Damit man hier auch nicht runterfällt. Das funktioniert. Nee, muss schon also komm, lassen, so ist so gut. Wobei ich die Wände ja noch gerne aus Holz machen würde. Naja, so, was könnten wir jetzt tun? Erstmal könnten wir, ja gut, essen geht ja noch, das Hunger. So packen wir die erstmal da rein, das erstmal da rein. Das erstmal da rein, das kommt da rein. Nein, da oben hin. So, die Kohle da. Dann Erde, Sand, Steak, Holz, Sonne. Kies. Das Brot brauchen wir. Zäune können weg. Noch Pflasterstein da. Genau. Ein Bogen. Drei Stück. Jetzt haben wir wieder alle Stöcker verbraten. Und ein Bogen. Darum machen wir jetzt einen großen Bogen. Höhö. Aber ich würde die Insel selber gerne noch auf. Also passgenau sieht ja ein bisschen scheppig aus. Heißt so. Nein, du nicht. So, so. So. Ist auch schon wieder dunkel. So. Das haben wir dann. Oh ne, machen wir noch einen weiter. Geizen wir jetzt mal nicht damit. Ich meine, Sand gibt es ja wie Sand am Meer. Für uns nicht. Echt nur noch 10 Sand? So. Das wird